Ich bin die Beata, ich bin Azubi für Fachkraft für Lebensmitteltechnik und bin bereits im dritten Lehrjahr und stehe aber kurz vor meiner Abschlussprüfung. Ich bin Hendrik, ich bin Azubi für Fachkraft für Lebensmitteltechnik im zweiten Lehrjahr. Ich habe den Beruf ausgewählt, da ich schon durch meine Eltern mit Lebensmitteln konfrontiert wurde und da die auch in diesem Gewerbe arbeiten. Und ich habe immer schon den Einfluss dadurch gehabt, deshalb habe ich mich in diesem Bereich umgeschaut. Als Fachkraft für Lebensmitteltechnik sind wir bei uns im Betrieb an jedem Prozessschritt beteiligt. Wir sind vom Wareneingang, wo die Rohstoffe eingehen, bis hin zum fertigen Endprodukt, die ganze Zeit am Produktionsprozess beteiligt. Das geht über die Herstellung und die Verpackung und Fertigwarenprüfung. Bei uns im Betrieb stellen wir süße Brotaufstriche her. Das heißt, in der Herstellung achten wir darauf, dass die richtigen Zutaten zusammengemischt werden. Und dass alles seinen korrekten Gang dabei vorne vorgeht. In der Regel sieht mein Tagesablauf so aus, dass ich von der Rohwarenannahme wie Zucker und Öl bis auf den Herstellungsprozess der Nuss-Nougat-Creme die ganzen Prozesse überwache und steuere an meinem Prozessleitsystem und an der Visualisierung. Meine Arbeitszeiten als Auszubildende sind meistens von 6 Uhr bis 14 Uhr. Das heißt, in der Frühschicht als ausgelernte Kraft arbeiten wir hier im Dreischichtsystem, Spätnacht und Frühschicht. Als Schulabschluss ist ein Realschulabschluss oder auch MSA vonnöten oder auch ein Fachabi oder Abitur ist auch möglich. Also im ersten Lehrjahr liegt die Vergütung bei 824 Euro brutto, im zweiten 946 und im dritten Lehrjahr bei 1092. Besonders Spaß macht mir bei dem Beruf das Kontrollieren der Anlagen und das Überwachen der einzelnen Fertigungsprozesse. Und was mir ganz besonders immer wieder Freude macht, ist, das fertige Produkt im Supermarkt stehen zu sehen und zu wissen, ja, unter anderem war ich das.